bitte Ich möchte mich vor allem bedanken bei allen Einsatzkräften während des ganzen Tages, die doch das mögliche dauert. Das ist Natur, mit der ist man hier da konfrontiert. Jetzt sage ich, wenn man dann die Dinge wieder stabil herbringt und man weiß wieder, jetzt da dann kann ich wieder sicher wohnen, das ist glaube ich das Allerwichtigste, ja, dass man das dann auch macht und dass die Fachleute irgendwie fest dran. Montag hätten wir um 10 Uhr dort zusammengekommen, am freien Morgen um 10 Uhr, der hat einfach gesagt, gibt es die nächste Information da? Um 10 Uhr, ja. Oder bis dahin sehen wir ein bisschen, was läuft nicht. Und noch halt hoffen wir, dass es die Situation besser ist.